Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Hier euer Ding am Start. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Boss besiegt, diesen Käfer. Ich nenne ihn einfach mal Käfer. Und ja, wir haben ein paar Points in unsere Sachen investiert. Aber wir sind noch immer nicht mighty genug. Aber wir hatten irgendwie, ich glaube, hatten wir das? Wir hatten das Schwert und das war eigentlich richtig cool. Ich war positiv überrascht. Ich glaube, das ist auch ein cooles Schwert. Stärkeanforderung 18. Ich glaube, das würde ich gerne benutzen. Ich glaube, das ist richtig cool. Aber dazu brauchen wir noch mehr Power. Benutzen wir erstmal hier dieses Kurzschwert. Und dadurch, dass wir den Gegner letztes Mal besiegt haben, hat sich uns eine neue Tür. Hat sich uns eine neue Tür geöffnet. Auf dem Boden mit dir. Und da werden wir. Ah ja, da hat sich das Portal geöffnet, da kann man durchgehen, dann kann man da so gewisse Challenges machen und Items abgeiern, etc. etc. Aber nee, hier hatten wir diesen epischen Bossfight. Wir haben eine richtig lausige Waffe bekommen von dem Boss, wie immer. Und jetzt hat sich hier dieses Ding geöffnet. Genau, hier ist der Typ, der will uns erzählen, dass er einen dicken Penis hat. Ne, will er uns nicht erzählen, aber der erzählt uns, der will die irgendwelche Menschenschädel, die wir hier im Spiel finden können. Und der meinte, der kann dann unser Schild besonders machen oder so ein Scheiß. Deswegen, wir könnten jetzt hier hochgehen. Da oben wartet aber der Typ mit dem Speer. Und auf dem habe ich eigentlich echt wenig Lust, glaube ich. Ah, da steht der Wichser. Please don't touch me. Wir könnten ihn kiten, glaube ich. Aber, nee, ich hab keinen Bock. Geht mir auf den Sack, der Typ. Weißt du, der ist richtig. Ja, ich will den nicht schlagen. Jetzt rastet der noch aus und vernichtet mich. Krack! Ah, das Portal, das aufgegangen ist. Okay, jetzt weiß ich, was das ist. Uralte Höhlen. Da ist eine. Oh, da gibt es Spinnen. Spinnen sind Geyser. Finde ich. Oh, kann er mal seinen Schnauze halten jetzt. Holy shit! Wir waren aber nicht so groß. Hat ihn Ei gelegt. Holy shit, das ist huge. Kann er mal sein, der ist stressrig hart. Oh, ich bin wirklich gelogen. Das war aber unlogisch. Das war aber auch sehr unlogisch. Oh, lass mich. Nein! So, der hat mich gestunt mäßig. Trink den Trank. Oh mein Gott. Was für ein Bastardgegner! Ich glaube, wir können echt nicht zurücklaufen und nochmal das eine holen. Kann man sich schlucken. Oh nein, noch einer. What the fuck? Ich will nur die Kiste haben. Und dann gehe ich zurück und brauche Pots. Sonst vernichtet mich dieses Stück Scheiße. Was gibt's hier? Hochmut, Kampfstab. Ich will keinen Stab, oder? Geschicklichkeitsanforderungen brauchen wir dafür. Wie viel Geschicklichkeit haben wir? 15 und 16 Stärke. Krass. Haben wir genug EP? Nein, natürlich nicht. Aber interessant. Vielleicht spielen wir mal mit dem Kampfstab, weil wir brauchen nur noch einen Punkt in den Scheiß. Aber kannst du deine Schnauze halten? So, ich würde mich jetzt gerne healen gehen in aller Ruhe.
Das Ding ist, ich glaube, unser Schwert ist auch. Ne, es ist. Ich dachte, es wäre nicht. Meine Güte. Jetzt kommt Krach. So ist es, Leute, so ist es. For real? For real? Come with me, bro. Ja, du triffst mich. Nein, ich wollte da weg. Lass mal einen Trank nehmen. Komm doch. Ja, gist dich aus. Oh, er kackt. Oh mein Gott, er lebt. Oh. Ein Energiesplitter. Okay. Leute, alles oder nix. Yay. We did it. Was gibt's hier? Ein Feuerwiderstandsplitter. Ja, voll geil. Ah, ist das hier? Laufen wir hier gerade einmal drumrum um das eine? Das ist aber sehr interessant, weil da vorne sollten wir... Ja, hier können wir... Oh, komm ich da... Ich hoffe, ich komme da rüber. Wartet so. Ja, hier waren wir. Diesen Ort hier kennen wir. Da wäre ich eigentlich einmal so drumrum gelaufen. Aber es ist ja sehr interessant. Das heißt, wir sind jetzt hier, wären da in die Höhle gekommen. Und fallen runter. wir versuchen es gleich nochmal darüber zu kommen. Irgendwie bin ich ein bisschen zu weit gesprungen. Ah, das war doch prima, prächtig. Oh, hier oben ist eine Kiste. So, das heißt, wir müssen oben zu dem Stabtypen gehen. Oh, was habe ich bekommen? Beinrüstung, Splitter. Okay. Kann ich die Beinrüstung anziehen oder beeinträchtigt die mich zu sehr? Plus 3. Ah, ich bin immer noch smooth as fuck, würde ich sagen. Oh, shit. Hier ist noch eine Spinne. What the fuck? Oh, shit. What the fuck? Von wo kommt denn dieser Haufen Scheiße? Ich hab das Ding doch kaputt gemacht. Holy shit. Na, da oben dich sehe ich, du Bastard. Oh, Kinners. Das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. Warte, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir hier hingegangen. Ach du Scheiße. Ja, schön, dass ich den Typen da oben gesehen habe. Ich wäre nämlich vor Angst gestorben. Ey, das Ding ist, trifft unsere Granate, diesem Bastard. Probieren's mal aus. Nope. Oh nein. Granate geschossen. Oh, machen wir mal das Ding. Du sagst mal auf, ich will den da runterholen nämlich. Ich will den nicht jetzt hier so da drunten mich drunter stellen, dann springt er auf meinen Kopf, macht 10 Millionen Damage. Darüber wäre ich sehr traurig. Aber warte mal, hä, waren wir hier nicht schon? Ja, hier, wir waren hier doch. Von hier sind wir doch gekommen. Wieso war hier dann wieder eine Spinne? Auch weil wir gestorben sind. Ah, macht Sinn.
Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich die... Jupp. Tschüssi. Der war nice. Krach, Alter. Der tut mir richtig hart auf die Eier. Jetzt hat der eine Fresse, Mann. Oh. Ja, Pech. Drachenschild. Oh, das hätte ich auch so bekommen. War das aber nett. Noch ein Drachenschild. Ich habe zwei Drachenschilde bekommen. Das ist aber nicht so cool, oder? Bin ich jetzt verwirrt. Ach doch, hier. Blockwiderstand 8. Aber wieso hat das so viele Werte runter? Im Gegensatz zu meinen. Nur der Rüstungsset ist höher. Blockwiderstand shit. Balance shit. Vielleicht weil er es nicht verzaubert hat. Ha. Egal. Der hat richtig abgefuckt. Ich wusste auch nicht unbedingt, dass er stirbt. Egal, jetzt gehen wir Bosshaft einfach weiter. Oh, jetzt müssen wir den Typ da oben irgendwie wegzwiebeln. Ich frage mich, ob ich ihn kiten kann. Das wäre toll. Wenn ich ihn kiten kann, gewinnen wir. Ist direkt heiß. Will man ja richtig viel Damage. Oh, wo kämpfen? Komm, wir gehen runter. Wir kämpfen da, wo wir mit dem Boss gekämpft haben. Ja, 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 Baby, komm. Ja, ja, ja. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Oh. Ich dachte, er hängt in der Tür. Aber er hing doch nicht. Baby. Genau. Ich nehme mal einen Schluck. Komm mal mit. Calm down. Wir brauchen Platz zum Kämpfen. Ich will eine Granate gegen den Kopf werfen oder was? Genau, hier kämpfen wir. That's our point. Our fighting ground. Come at me, bro. Ja, na klar. Hey. What? Er hat mich verarscht. Hast du es gesehen? Mich getrollt, der man dachte sich so, oh, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann ist er doch geblieben. Oh. Von wo? Oh, da hinten irgendwo. Okay. Wir müssen das Ei finden. Dieser Bastard. Ich hab's vergessen. Es muss hier irgendwo sein. Wo ist das Ei? Oh. Hier ist das Ei. Gefunden. Okay. Scheiß auf den. Pech. Wir haben den eigentlich schon einmal besiegt. Wir gehen jetzt einfach. Oh, ist er hinter uns? Oh, er ist hinter uns. Schnell. Schafft ihn hier raus. Come again. Was macht ihr hier? Wir haben diese leuchtende Tür gesehen, als wir vor den Roger geflohen sind und sind hineingesprungen. Könnte es noch schlimmer kommen?
Wir können nicht zurück. Und der Hauptmann, er vergibt uns niemals. Wir sitzen fest. Ihr seid davongelaufen. So wie es Feiglinge tun. Es waren zu viele und wir mussten fliehen. Was ist mit dem da passiert? Hier wimmelt es von diesen Ungeheuern. Sie haben ihn erwischt. Wenn er keine Medizin bekommt, dann ist es aus mit ihm. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Klar. Ja. Das sollte erst einmal helfen. Ihr seid allein hergekommen. Dann müsst ihr auch allein wieder raus. Ja, von dir hätte ich auch nichts anderes erwartet. Sorry, ich hab dir doch meinen Heiltrank gegeben. Okay, lass noch mal reden. Wir haben dir nichts zu sagen. Okay, chill mal jetzt. Dann nicht. Ich habe euren Kollegen Heiltrank und du muckst auf oder was? Du Peter. So, wo sind wir hier? Was geht hier eigentlich ab? So, das da ist offen. Ach, wir sind wieder hier. Ich weiß, wo wir sind, Kines. Wir sind dann da, wo das Feuer hier zu weit ist. Genau. Da oben können wir nicht hin, weil... Oh, können wir jetzt vielleicht unten den Bossfight anfangen? Oh, shit. Unten ist ja voll viel neuer Stuff. Okay. Das Ding ist, ich würde gerne durchlaufen nach hinten und einmal speichern. Das wäre gorgeous. Okay, sorry, nur du triffst mein Schild. Ah, vorne ist jetzt ein Wauwau. Das ist aber sehr interessant. Ha? Come again? Das Ding ist, ich würde da unten jetzt gerne rüberlaufen und einfach speichern gehen. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, was hier für... Was ist das denn für ein Typ? Oh, ich... Ja, er hat mich gesehen! Warte, wir müssen das schlau machen. Er muss eigentlich zu mir kommen und wir müssen ihn bekämpfen, da wo es nice ist. Ah ja. Na, 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 na. Komm rüber. Seh nix. Er will bestimmt meinen Kopf essen. Bro, bro, bro. Chill, chill, chill. Wait a second. Wait a second. Give me a minute. Ooh, I have to heal up, bitch. Ja, wieder, er hielt sich komplett bei dem Feuer. Das ist wieder unlogisch. Er kann sich ein bisschen healen, aber doch nicht komplett. Ja, 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 du hast da hinten, ja, ja. Ich hab nicht. Ja, wirf mich einfach weg. Wir müssen das ruhig machen. Ich muss was trinken. Ich muss ihn platzieren. Ja, ich verbrenne erstmal, weil da das Feuer ist, was wieder fucking Sinn gemacht hat in meinen Augen. Wie lange brennt dieses Drecksfeuer denn? Holy shit, Leute. Fuck. Warte, wenn wir jetzt hier vorbeilaufen und hier ein Gegner rauskommt, sind wir genutzt. Ja,
Anscheinend nicht. Ausgewichen, like a boss. Ja, hier würde ich gerne kurz abchillen. An der Dimensionsbrücke. Boom. Und ja, somit würde ich sagen, waren wir sehr erfolgreich. In der nächsten Folge machen wir den Rest, der da unten steht, platt. Und ich denke, ein neuer Bossfight wird entstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.